Hallo zusammen und willkommen. Wir schauen uns heute Dune Spice Wars an. Dies ist ein Echtzeitstrategiespiel im Dune-Universum und es geht darum, die Vorherrschaft auf dem rauen Wüstenplaneten Arrakis zu erlangen. Und wir werden das Ganze in einem neuen Spiel starten. Ob es angespielt wird oder ein Let's Play wird, ihr entscheidet. Ich beobachte, wie die Aufrufe sind, wie die Bewertungen sind. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn es euch nicht gefällt, dann auch gerne einen Kommentar. Zur Auswahl stehen jetzt vier Häuser, beziehungsweise zwei Häuser. Die Atreides, die Harkonnen, dann gibt es noch die Schmuggler und die Fremen. Ich hatte jetzt mal reingespielt, habe mit den Atreides begonnen und würde mir dennoch gerne nochmal ein anderes Volk anschauen und würde mal gerne die Fremen spielen. Jede Fraktion hat erstmal ihre Vor- und Nachteile. Die ganzen Vor- und Nachteile, ich will die jetzt nicht alle komplett erklären. Wir werden das auch im Spiel, denke ich mal, gemeinsam herausfinden, herauslesen. Fraktionsboni. Vorratentzug bei militärischen Einheiten pro Tag. -30%. Das sagt euch jetzt natürlich sehr wenig. Denn das meine ich jetzt, das müssen wir uns alles im Spiel dann anschauen. Weiter gibt's, es können Bündnisse mit den Siege außerhalb deines Hoheitgebietes geschlossen werden. Ermöglicht es, Klopfer fürs Wurmreiten zu verwenden. Das finde ich natürlich jetzt sehr interessant. Das will ich auch gerne mal versuchen, dass wir das heute schon hinbekommen. Konnte ich jetzt mit den Atreides natürlich nicht tun. Und dann gibt es noch bei 5000 Hedge Money gibt es dann... Zampas werden passiv generiert. Ich denke mal, das sind dann diese Klopfer. Und bei 10.000 militärische Einheiten erhalten Kraft entsprechend deiner Hedge Money bis zu plus 20% bei 25.000. Ja, wie gesagt, ich kann damit jetzt auch ein wenig anfangen. Man muss das einfach im Spiel herausfinden. Wähle zwei Ratsmitglieder. Vier steht zur Auswahl, zwei wählen wir aus. Es gibt hier unten, seht ihr dann Schwierigkeitsstufe schwer, schwer, einfach und einfach. Ich würde natürlich erstmal die beiden einfachen hier aktivieren. Die Mutter, Ramallo, beginne mit dem freigeschalteten Shai Hulu Tempel. Und dann haben wir noch den Otem. Einheitengeschwindigkeit plus 10%. Einheiten erhalten Sandkiller. Wenn sich keine Verbündeten in der Nähe aufhalten. Plus 20% Kraftpanzerung plus 2. Ja, hier kann man jetzt nochmal einstellen. Kartengröße Mittel, Sandwurmaktivität normal, Sturmaktivität normal, Siege-Feindseligkeit normal. Und der Sieg wird errungen. Vorherrschaft. Das heißt, wenn wir alle... Ne, besiegt haben, glaube ich nicht. Wenn wir die Vorherrschaft erlangt haben über Arrakis, haben wir sozusagen gewonnen. KI-Spieler, Atreides, Harkonnen und die Schmuggler auch hier auf Mittel. Und da sind wir schon. Das ist jetzt, ich sag mal, wie auf einer großen Karte. Wir können jetzt raus scrollen und da sehen wir jetzt dieses gräulich nicht schraffierte Gebiet. Das ist jetzt die Spielwelt. Und hier befinden sich jetzt irgendwo diese anderen drei Fraktionen bzw. Schmuggler auf der Karte. Hier haben wir jetzt die Spice-Vorkommen. Da heißt es natürlich unbedingt dort in die Richtung uns vorarbeiten, die Gebiete zu erobern, das Spice sichern. Ich hatte es, wie gesagt, im Angespielt gemacht. Ich hatte ein einziges Spice-Vorkommen und das war zu wenig. Ich kam nicht wirklich sehr weit. Das sieht gut aus. Eventuell hier drüben noch, weil von hier dürfte keiner kommen. Wir haben uns erstmal nach hier ausbreiten. So, das Ganze beginnt jetzt mit einem umgerüsteten Ornithopter. Das ist unser Aufklärungserkundungsfluggerät. Das wird auch meines Wissens nicht angegriffen, also... Dann machen wir direkt mal los und da das jetzt zum Anfang etwas länger dauert, würde ich auch direkt mal die Spielgeschwindigkeit auf 1,5-fache setzen. Also er fliegt jetzt los,
erkundet hier das Gebiet und wir sehen, wir sind direkt hier im Spice-Gebiet. Es gibt hier zwei Fragezeichen zu erkunden. Das macht er jetzt automatisch. Kann man auch umschalten, dass er das... Nee, man kann das jetzt umschalten, dass der automatisch auch die angrenzenden Gebiete, Regionen hier erkundet. Soll er jetzt aber nicht. Das heißt, als allererstes werden wir uns hier dieses... genau, von den Einheimischen. Diese kleine Siedlung, die müssen wir uns holen. Das heißt, die müssen wir erobern. Und dann haben wir hier Zugriff auf das Spice-Vorkommen. Klicken auf Militär. Holen uns erstmal Krieger. Die kosten jetzt... Hier oben seht ihr es in dem aufgeploppten Fenster. 200 von diesen Währungen. 30... Ja, wie nennt man das? 30 Bevölkerung. 3 Wasser. Nicht vergessen, wir brauchen auch immer genügend Wasser. Und die haben dann... Oh, schon sind sie fertig. Ich wollte gerade sagen, die haben da noch... Das letzte Zeichen kann ich jetzt leider nicht deuten, was das bedeutet. Ich kann es auch nicht sehen, ob es jetzt eine Angriffsstärke ist. Haben wir auf jeden Fall hier stehen. Angriffsstärke von 18, Leben 600. We will help if we can. Was jetzt hier nochmal wichtig ist... Also ich erkläre euch jetzt so weit, so gut alles, wie ich das herausgefunden habe, was hier wichtig ist. Wir haben jetzt unten unsere Krieger. Ich lasse sie jetzt einfach schon mal laufen. Derzeit erkläre ich euch das. So, die haben jetzt 22 Angriff. Es gab ja einen Bonus durch unseren Berater. 600 Gesundheit, 5 von 5 Panzerung. Und hier seht ihr nämlich die Zahl runterrattern. Wenn die auf 0 ankommt, sind sie tot. Das ist die Zahl, welche sinkt, wenn die hier die Wüste durchschreiten. Also, wenn sie auf 0 ist, war es das mit der Einheit. Egal, ob sie fit ist oder nicht fit ist. Und man kann auch mal ein bisschen rangehen noch hier. Also das ist jetzt sehr unspektakulär, aber ich sag mal, es ist halt ein Spiel, wo es auch um Strategie geht, wo es geht hier um die Karte zu erobern. Und ich sag mal, da ist es halt doch wichtiger, die ganze Diplomatie-Strategie anzupassen. Wir sollten das gewinnen. Das waren jetzt hier Fernkämpfer. Habt ihr gesehen, die hatten Fernkampfwaffen zu Anfang in der Hand. Jetzt haben wir sie besiegt. Das heißt, das war eine ganz normale Stadtmiliz. Wir haben sie besiegt. Unser Vorrat, das ist das, was wir zum Anfang gelesen haben. Der Vorrat ist wieder auf 100 geklettert. Wir können jetzt hier diese Siedlung einnehmen, indem wir hier auf Kontrollieren klicken. Das dauert jetzt alles eine Weile. Und in der Zeit würde ich doch mal hier unseren Ornithopter losschicken. Gucken nochmal, hier wäre nochmal Spicefeld. Düsen wir gleich nochmal hin, dann können wir auch mit unserer Einheit eventuell das gleich nochmal erobern, wenn wir es hinbekommen. Oder wir bauen uns einfach mal noch schnell eine zweite. Wenn das jetzt unsere Stadt ist, wird natürlich unsere Einheit hier wieder regeneriert. Ihr seht, wir haben sie eingenommen. Ich mache mal kurz wieder auf normale Geschwindigkeit. Einfach. Er scannt wieder. Unsere Einheit ist bereit. Würde ich jetzt direkt mit dir vorschicken und dann machen wir hier einen Angriff auf die Stadt. Die sollte sich dann hier unter dem Felsen befinden. Aber ich sehe schon, das ist gar nicht die Region, wo wir eigentlich hinwollen. Würde ich sagen, wir nehmen das dennoch ein, vergrößern unser Gebiet und würden uns dann hier zum Spice-Vorkommen weiter vorarbeiten. Auch hier Einheimische, kein Gegner. Warum auch immer, kann ich euch nicht mehr sagen.
warum auch immer hier der Vorrat nicht runtergeht. Ah, ich glaube jetzt habe ich es kapiert. Das hat jetzt nichts mit der Wüste zu tun. Es hat was damit zu tun, wenn wir außerhalb unseres Einzugsbereichs sind. Dann geht runter. Also man kann jetzt nicht ewig weit laufen. Man fällt dann tot um. Man muss wirklich in seinem Bereich bleiben. So, zwei Einheiten. Hier starten wir direkt einen Angriff. Und wir werden jetzt hier schon mal das Spicer bauen. Wir brauchen Währung. Mach mal ganz kurz eine Pause. Hier oben Raum gilt ein Bestechungsgeld. Wir brauchen 150 Spice. An die Raumgilde zu entrichtende Spice-Abgabe für die Bedingung für die Duldung deiner Aktivitäten. Die Raumgilde erwartet Folgendes. Verbleibende Zeit 7 Tage. Also in 7 Tagen wollen sie 150 Spice. Das geht natürlich auch ins Minus. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm, wenn wir das nicht zahlen könnten. Wir machen jedoch aber Minus auf dem Konto. Das überflüssige Spice wird dann hier in diese Solari umgewandelt, die man dann hier oben sehen. Und die braucht man wiederum für Einheiten und Gebäude kaufen. Gehen wir erstmal in unsere erste eroberte Stadt rein. Wir können jetzt Miliz ausbilden. Oder wir tun Gebäude bauen. Wir wollen natürlich erstmal Gebäude bauen. Und zwar ein Spice-Sammler. Kostet 500 von den Plastahl-Bahnplatten. Instandhaltung 8 Solari und 12 Plastahl. Wir brauchen den aber. Und den können wir jetzt hier, ihr seht es ja, irgendwo auf dem befestigten Untergrund können wir den setzen. Spielt keine Rolle wo. Hauptsache gesetzt. Das haben wir erledigt. So, hier jetzt 2 gegen 2 Einheiten. Man könnte jetzt die Einheit noch steuern, indem man sie anklickt und sagt, greif diese an oder greif diese an oder flankiere hier. Mehr kann man jetzt nicht machen. So, zusätzlich haben wir jetzt noch hier Mineralien gefunden. Dieses Gebiet enthält große Mineralvorkommen. Plastahlfabrik, Ressourcenproduktion 50%. Also jetzt haben wir ja gerade gesehen, wozu Plastahl ist. Einmal für den Bau bestimmter Fabriken, den Sammler und auch die, wie hieß es, Instandhaltung. So, auch hier, klicken wir auf Einnehmen. Der Sammler befindet sich noch im Bau. Hier wird noch gescannt. Mal sehen, es gibt noch Wracks oder abgestürzte Schiffe zu entdecken, die man dann plündern kann. Entweder mit dem Ornithopter oder mit einer Einheit, die man dann hinschickt. So, wir wollen aber unbedingt hier noch das Spice-Vorkommen einnehmen. Müssen natürlich auch aufpassen. Wir sind natürlich nicht allein auf der Karte. Wir haben 3 Gegenparteien, die uns hier jederzeit auch angreifen können. Wir kommen schon die ersten und einheimische Angreifer. Okay, wir müssen zurück. Hier oben wird Angriff gestartet. Man könnte jetzt eine Miliz machen. Die würden dann schon mal verteidigen. Aber Miliz halte ich jetzt noch nichts davon. Die kosten, ich sag mal erstmal, eine Menge Ressourcen und Geld. Du kannst die Produktion von Spice erhöhen, indem du deine Ernteteam mehr Crewmitglieder hinzufügst. So, die kämpfen, das kennt ihr ja, wie das abläuft. Da müssen wir jetzt nicht wieder zugucken. Ernteteam. Seht ihr, das wusste ich jetzt auch nicht. Bei den Harkonnen Atreide sind das richtig Spice-Sammler, wie man sie kennt. Hier ist es jetzt ja eine Art Camp. So, dann klicken wir mal auf. Ein von einem Crewmitglied. Produktion von Spice 20. Hier oben steht jetzt nur 10. Irgendwo sind 10 auf der Strecke geblieben. Fragt mich aber nicht wo. Ach, jetzt haben wir 20. Jetzt passt das. Also 20 Spice werden jetzt produziert. Wir haben das verteidigt. Perfekt.
Und wir wollen jetzt direkt weiter. Wir gehen jetzt hier runter. Den Fernwrackkarte gefunden. Wir können das jetzt untersuchen, die Absturzstelle. Setze Agenten für die Arrakis-Infiltration ein. Die haben wir jetzt noch nicht. Birg alle Wertgegenstände, sende einen Ornithopter für die Untersuchung. Und es gibt hier Solari. Dauert einen Tag. Oh, das ist ein Weitermarsch. Das ist ein Weitermarsch bis hier hinter. Und auch hier, wir gucken mal, wer es kennt. Die Harkonnen. Und hier sind sogar noch Atreides unterwegs. Also hier heiß begehrtes Gebiet. Was mir nicht so gefällt. Die Stadt ist sehr weit weg. Aber es ist näher an uns ran. Gut, pass auf, der scannt. Wir können schon mal rüberlaufen. Ich hoffe mal, dass es nicht in die Hose geht. Hier können wir jetzt schon mal die Plastahlfabrik bauen. Nee, eigentlich bräuchten wir, wartet mal, wir müssen noch mal kurz rausscrollen. Es gibt auch eine Anzeige, wo wir den Wind sehen. Windstärke 4. Wir müssen nämlich auch Wasser produzieren, ganz wichtig. Windstärke 4. Windstärke 10, Windstärke 1. Hier daneben wäre Windstärke 10. Das wäre auch richtig gut, wenn wir jetzt hier drüben Wasser produzieren könnten. Okay, drei Einheiten, das könnte schon böse werden. Auf, wir machen jetzt alle auf eine. Einer auf alle. Unsere Vorratspunkte sind schon bei 10. Jetzt müssen wir wirklich schnell sein. Sind bei 3. 2. Und das war wirklich nochmal in letzter Minute. Nicht genug Ressourcen. Uns fehlt Wasser. Aber wir sind jetzt schon mal hier drüben. So, ich gucke gerade. Sieht alles okay aus. Wir werden jetzt hier mal uns um Wasser kümmern. Eine Windfalle. Wasser pro Windstufe in der Region plus 3. Windstufe 4 haben wir hier. Und hier oben ploppen natürlich jetzt auch Meldungen auf. Wir gucken mal, Entwicklungsforschung. Es gibt natürlich auch Skillbaum. Ja, einmal Kampf, Aufklärung. Das ist dieses Diplomatie und Verbundmaterialien. Das ist sozusagen Wirtschaft. Wir gehen erstmal hier in die Kriegsabteilung. Überlebenstraining. Haben wir jetzt angeklickt. Schalte das Gebäude Militärbasis frei. Erhöht maximal den Vorrat von Armeen um 50%. Schalte die Einheit Infiltrator frei. Also 50 Punkte bekommen wir jetzt mehr. Dann haben wir Vorrat von 150. So, der nächste Button. Wir haben jetzt unsere Agenten.
Die können wir jetzt ins Haus Atreides, ins Harkonnenhaus oder bei den Schmuggler einschleusen. Wir hatten das hier gerade gesehen. Ich muss das mal wegklicken. Hier das Frack. Würde ich gerne mal testen. Obwohl mir eigentlich die Solari jetzt lieber wären. Was haben wir denn noch? Hier oben hat man noch was. Was gab es hier? Ein Fernwrack. Würde ich auch erstmal komplett mit Solari. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier Geld und Spice erlangen. So, dann gehen wir nochmal rein. Jetzt gucken wir mal hier. Arrakis-Infiltration. Raumgilde. Basisproduktion für jeden Agenten. Basisproduktion für jeden Agenten. Produktion von Solari plus 5. Das klingt gut. Da packen wir jetzt mal einen hier rein. Das anklicken und reingepackt. Hier gibt es Autorität. Arbeitskraft. Ich denke mal, hier werden wir noch einen reinpacken. Wenn wir mehr Solari bekommen, umso besser. Ihr werdet nachher sehen, das wird nämlich verdammt knapp irgendwann. Jetzt haben wir auch 16 Wasser. Jetzt könnte man das hier einnehmen. Ne, nicht. Können wir nicht. Was fehlt denn hier? 96. Autorität fehlt. Okay, müssen wir noch einen Moment warten. Ja, dann bauen wir noch eine Einheit. So ein Siege. Freigeschaltet. Ach ja, hier unten ging's. Ich habe gerade überlegt. Was ist jetzt los? Geht gar nicht. Aber irgendwann ist das hier unten noch freigeschaltet. Dann kann man den Siege ausbauen. So, gucken wir mal. Infiltrator. Jetzt haben wir einen frei. Infiltrator. Schwäche enthüllen. Kraft beim ersten Angriff des Kampfes plus 80. Erhalte Tarnung, wenn keine gegnerischen Einheiten in der Nähe ist. Nur aus Nähe sichtbar. Weiß nicht. Ich denke mal, das ist eher was so für PvP. Eine versteckte Einheit. Ich baue einfach mal hier Krieger. Da bauen wir noch in Schwung. Sehr schön, jetzt können wir es einnehmen. Wenn es unser ist, wird natürlich auch unsere Einheit hier geheilt. Yes. On our way. Oh, pass auf, wir holen uns hier erstmal das Wrack. Und dann werden wir weiter erkunden. Man kann jetzt natürlich auch noch einen zweiten Ornithopter bauen. Aber da kostet gleich mal 500 oder 400 von den Solari. Und guckt mal, wir haben nur 1100. Die sind ganz schnell weg. Gerade wenn es nachher geht, Einheiten zu bauen. So, was ist denn das jetzt hier? Standardbestechung. Produktion von Autorität minus 2. Abzug von Warm Spice Wechselkurs minus 10. Halte die Raumgilde bei Laune, damit sie deine Pläne nicht enthüllen. Arrakis ist unser Heim. Müssen wir das jetzt hier machen, annehmen? Klicken wir eben durch. So, hier ist fertig. Verteidigungssysteme, Milizplatz plus 1, Raketenbatterie-Limit, schaltet das Gebäude verbesserte Befestigung frei. Schaltet das Gebäude Kommandoposten frei. Bodenkommando, Arbeitskraft, Instandhaltung für militärische Einheit minus 20%. Schalte das Gebäude Kaserne frei. So, ich klicke mal eben so die Oberkategorien durch. Kosten für Annektierung. Was hat man jetzt hier? Agenten, die da WEFA-Info zugewiesen sind, produzieren 100% mehr Solar. Jo, das machen wir sofort. So, er hat hier infiltriert. Wir können das jetzt abschließen, holen uns unsere Belohnung. Wir haben jetzt 1224 und sind jetzt auf 1500 hoch. So, er kann das Gebiet jetzt mal hier nebenan erkunden. Dann sehen wir auch, wenn hier ein paar Gegner kommen,
listening. Ich weiß gar nicht, ob die unseren Siege, unsere Hauptstadt angreifen können. Oder ob wir hier die Einheiten lieber in die Städte holen. Ich hol die mal hier rüber. Weil hier ist unser Spice-Vorkommen. Das müssen wir beschützen. So, Gebäude, Spice-Sammler. Das bauen wir. Wir werden hier auch eine Miliz errichten. Das ist wichtig, dass wir die zwei Städte halten. So, Distanzmiliz. Kostet 50 Solari und 5 Arbeitskräfte. Okay. Sprengmiliz, Angriff von 8. Ach komm, was soll's hier? Milizen rein. Das gleiche machen wir jetzt hier oben auch, dass die Städte einfach halbwegs sicher sind. So, jetzt muss ich mal gucken, was war hier jetzt von der Windstärke? 1, das ist nix. Hier drüben hätten wir jetzt 3. Hier müssen wir nochmal her. Wenn wir das einnehmen, tiefe Wüste. Da kann man wirklich Wasser produzieren. Was blinkt hier? Belagertes Torf. Oh nein, ich habe das verpasst. Wir werden belagert und die haben uns gleich eingenommen. Ach nein. What does Liet command? Liet, they don't belong here. We'll hide our tracks. We won't waste time. What does Liet command? We won't waste time. We'll hide our tracks. Können wir irgendwie jetzt nichts machen? Sind wieder Einheimische. Aber wo ist jetzt das Problem, dass wir das... Na, jetzt haben wir natürlich unseren Wassersammler verloren, unsere Windfalle. Ach so, das Dorf kann nicht angegriffen werden. Es läuft ein Timer. Ja, genau auf das meine ich. Man muss ja wirklich überall die Augen haben, auf jedes blinkende Symbol achten. So, Plastahl ist alle. Nächste Problemchen, Plastahl. Entwicklungsforschung. Ist ja alles schön und gut. So, strukturierte Lagerhäuser. So, dann müssen wir es mal hier erforschen. Machen wir. Ressourcendefizit, Plastahl. Das haben wir mitbekommen. Hier drüben, das müssten Missionen sein. Ach, guckt mal. Forschungsmittel beantragen. Voraussetzung, erforsche 2 von 2 neue Entwicklungen. Jetzt könnten wir uns 1000 Solari verdienen. Oder Prototyp, finde 0 von 2 Oni, Dr. Frax. Wir nehmen das Geld mit. So, erkunde 1... von einem Dörfern in einer Region mit Spicefeld. Das Ergebnis wird ohne weitere Folgen enden. Das war jetzt sozusagen das Tutorial. So, kommen wir denn jetzt überhaupt weiter ohne Plastahl? Die Spice-Zelte, die Spice-Sammler, die arbeiten, das ist wichtig, das funktioniert. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt... Bleiben wir mal hier. Und jetzt hier oben. Wir brauchen Plastahl. Wo bekommen wir denn das jetzt her? Tja, gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Arrakis ist unser Heim. Ja, tot waren sie. Wieder nicht aufgepasst. Es ist wirklich nicht ohne. Ihr habt gesehen, 0 von 150. Und vorhin habe ich es euch noch erzählt. Man muss aufpassen, dass das nicht auf 0 runterläuft. Ich habe das jetzt wieder
total vergeigt, nicht aufgepasst, dass wir hier nicht in unserem Gebiet standen. Wir hätten einfach mal hier rübergehen müssen. Wäre alles okay gewesen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für unser erstes Angespielt. Mal sehen, ob ich hier überhaupt weiterkomme, wenn wir jetzt keinen Blaststahl mehr haben. Ansonsten bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet und lasst es mich wissen. Ob ihr Lust habt, mehr zu sehen, ich würde mich natürlich freuen. Macht's gut, bis später.